Zuschauer, herzlich willkommen in der Schwindelambulanz in Sinsheim. Ich begrüße Sie heute zu einem neuen Video und heute möchte ich mich mit der Neuropathia vestibularis beschäftigen. Neuropathia vestibularis klingt zunächst einmal sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich werde es Ihnen jetzt erklären und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Die Neuropathia vestibularis ist eine relativ häufige Erkrankung. Unter einer Neuropathie versteht man, Neuro ist gleich Nerv, Pathie ist gleich krank, eine Erkrankung des Gleichgewichtsnerven. Hier im Bild sehen wir das menschliche Innenohr mit dem Gleichgewichtsanteil, dem sogenannten Labyrinth und seinen Bogengängen, sowie die Hörschnecke, mit der wir Töne empfinden, und hinten an diesen Organen befindet sich die elektrische Verbindung zum Gehirn, der Hör- und Gleichgewichtsnerv. Den Gleichgewichtsnerven teilt man dann auch noch in zwei verschiedene Anteile ein, einmal in den unteren Anteil und einmal in den oberen Anteil. Die verschiedenen Areale des Gleichgewichtsorgans reizen oder beziehungsweise die Reizungen weiterleiten in das Gehirn. Man unterscheidet im Gleichgewichtsorgan zwei verschiedene Rezeptoren. Wir haben zum einen den Sacculus, ein Organ, was nur dafür zuständig ist, Bewegungen wahrzunehmen, die auf und runter gehen, so wie in einem Aufzug. Wir haben zum anderen den Utriculus, der schwankende Bewegungen macht. Beide Organe haben eine Besonderheit und das sind kleine Kristalle, kleine Steinchen, die dazu dienen, die Schwerkraft zu verstärken. Man könnte diese Organe auch als Schwerkraftorgane bezeichnen. Der Utriculus wird vom oberen Anteil versorgt, der Sacculus vom unteren Anteil. Das ist wichtig, weil wir mittlerweile diese einzelnen Organabschnitte einzeln untersuchen können und auch Funktionen nur in einem von diesen fünf Organen detektieren können, erkennen können und damit auch zum Beispiel Patienten, die einen Schwankschwindel oder Benommenheitsschwindel haben, eine Diagnose geben können, die eben nicht von der Psyche oder von der Angst kommt, sondern von einer Störung der Schwerkraftorgane herrührt. Dann haben wir noch die Bogengänge. Die Bogengänge sind dafür verantwortlich, dass wir Drehbewegungen im Fall vom horizontalen Bogengang oder Kippbewegungen nach vorne oder nach hinten wahrnehmen können. Wenn der horizontale Bogengang gestört ist, betrifft das den oberen Anteil des Gleichgewichtsnerven und es entsteht ein Drehschwindel. Trotzdem ist es genauso häufig oder viel häufiger, dass die Patienten keinen Drehschwindel haben, sondern einen Liftschwindel, einen Schwankschwindel, einen Fallschwindel oder einen Kippschwindel und eben keinen Drehschwindel, auch wenn das immer wieder als einziger Schwindel vom Ohr gefordert wird. Man geht davon aus, dass kleine Viren sich in dem oberen Anteil des Gleichgewichtsnerven befinden. Das heißt, in diesem Anteil hier wäre eine Entzündung, zum Beispiel durch Herpesviren. Herpesviren sind zum Beispiel die Erreger der Gürtelrose und der Windpocken. Also jeder Patient, der mal in seinem Leben Kontakt mit Windpockenviren hatte, hat im Prinzip die Veranlagung, dass sich auch in diesem Anteil des Nerven Viren befinden können. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten hier einige Viren in diesem Körper, die reaktiviert worden wären durch eine Immunschwäche oder durch was anderes. Dann kommt es erstmal zu einer Entzündung. Eine Entzündung ist eine Reaktion des Körpers auf jeden beliebigen Reiz, ganz egal, ob ich mir den Finger in der Tür einklemme oder ob ich mir den Finger verbrenne oder ich Kontakt mit Viren, Bakterien oder Pilzen habe. Immer führt es zu einer Entzündung und eine Entzündung führt zwangsläufig immer
zu einer Schwellung. Das heißt, der Nerv dehnt sich aus, kann er aber nicht richtig, weil sich dieser Nerv in einem Knochenkanal befindet und dieser Kanal ist sehr eng. Also kehrt sich die Wirkung um und die Kraftwirkung geht nicht nach außen, sondern nach innen. Das heißt, die Schwellung richtet sich gegen sich selbst und hierdurch entsteht eine Durchblutungsstörung. Wenn ich mir vorstellen würde, dies wäre das Gefäß, was dieses Organ versorgt. Das heißt, hier kommt es zu einer relativen Durchblutungsstörung, also nicht so wie bei einem Schlaganfall, wodurch ein Blutgerinnsel das Gefäß den Kanal verstopft. Das ist es nicht, sondern hier habe ich es tatsächlich mit einer indirekten oder nur einer relativen Durchblutungsstörung zu tun. Behandelt wird diese Erkrankung, wenn sie frisch ist, in der Regel mit Cortison. Cortison wirkt im Körper entzündungshemmend und abschwellend, sodass diese Schwellung zurückgehen kann und sich der Nerv letztendlich wieder beruhigt. Das heißt, nach dieser ersten akuten Phase werden sich diese Beschwerden langsam zurückbilden und das Organ nimmt seine Funktion in der Regel wieder auf. Manchmal verbleibt auch eine Reststörung. Es gibt sehr viele andere Krankheitsbilder, die genauso aussehen können wie eine Neuropathia vestibularis, also eine Entzündung des Gleichgewichtsnerven. Das gilt insbesondere dann, wenn der Hörnervenanteil mit betroffen ist. Und man liest immer wieder die Diagnose, eine Hörsturz mit vestibulärer Beteiligung. Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Organen, einmal dem Hörorgan, einmal dem Gleichgewichtsorgan, die zwar über Flüssigkeitsräume miteinander verbunden sind, aber die Nervenverbindung und die Blutverbindung und die Blutversorgung ist eine andere. Insofern sollte man bei solchen Diagnosen gegebenenfalls sich nochmal die Meinung einer Spezialambulanz anhören. Insbesondere, wenn der normale Krankheitsverlauf ausbleibt und es eben nicht zu einer schnellen Erholung von den akuten Symptomen kommt. Ich hoffe, ich konnte das Krankheitsbild ein bisschen erklären, sodass man es versteht. Und dass man auch versteht, warum man in diesem Fall Cortison tatsächlich als sinnvolles Medikament für eine Therapie der Erkrankung einsetzt. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.schwindelambulanz-sinsheim.de. Bis zum nächsten Mal.